Ja, hallöche Freunde der guten Laune und der besten Unterhaltung. Nachdem die Jungs und Mädels rund um SCS Softwares schon im letzten Jahr Ende Oktober das neue DLC West Balkans veröffentlicht haben, kamen jetzt im Zuge des laufenden Jahres weitere Informationen zu weiteren zwei Erweiterungskarten, nämlich zu den Nordic Horizons, das die Erweiterung von Skandinavien darstellt und ein komplett neues Land, Griechenland. Das Griechenland-DLC steht auch in den Startlöchern und zu den letzten beiden DLCs gibt es ein neues Bildmaterial. Die möchte ich euch ganz gerne hier einmal zeigen. Wie gesagt, vorweg, beide Erweiterungen befinden sich noch mitten in der Entwicklung. Ich freue mich zumindest darauf, ihr wahrscheinlich auch, denn immer noch heute, nach 12 Jahren nach dem Release, ist der Euro Truck Simulator 2 bei euch auf der Favorite-Liste in Sachen LKW-Simulatoren ganz weit oben. Dann gibt es noch eine schöne Neuerung rund um den neuesten Update 1.5.0. Nachdem wir auch schon einige neue Auflieger gesehen haben, geht es weiter, auch wieder einmal Richtung Skandinavien, denn es wird das Scania Demo Center im Zuge des Updates 1.5.0 erscheinen, das im Endeffekt ein Testzentrum direkt von Scania darstellt, wo neue LKWs und Busse getestet werden. Und dieses wird im Maßstab von 1:1 erscheinen, wo wir insgesamt 8 Kilometer Teststrecke zwischen Asphalt, Schotter und anderen Untergründen befahren können. Dazu schreiben die Jungs und Mädels von SCS Softwares folgendes: Während wir immer noch hart daran arbeiten, euch das Update 1.5.0 zur Verfügung zu stellen, möchten wir euch einen weiteren Vorschmack darauf geben, was euch erwartet. Im Zusammenhang mit unseren Freunden von Scania freuen wir uns, mit dem Update 1.5.0 etwas Besonderes in die Welt des Euro Truck Simulators zu enthüllen. Das berühmte Scania Demo Center in Södertälje in Schweden. Diese Einrichtung wurde 1995 gegründet und dient im wirklichen Leben mehreren Zwecken. Scania nutzt es meist, um seine Fahrzeuge zu demonstrieren, sowohl LKWs als auch Busse. Die Einrichtung empfängt jedes Jahr bis zu 14.000 Besucher von Universitäten bis hin zu Ingenieuren und ermöglicht es auch Fahrern, mit einem Führerschein der Kategorie B Scania-Fahrzeuge auszuprobieren. Es gibt drei verschiedene Geländetypen: 3 Kilometer Asphaltstraße, 2 Kilometer Forststraße und 3 Kilometer Schotterstraße. Jetzt kannst auch du diese sorgfältig gestaltete Teststrecke navigieren und deinen Truck unter verschiedensten Bedingungen und verschiedensten Terrain im Euro Truck Simulator 2 auf die Probe stellen. Ganz wichtig, jetzt hier am Rande dessen natürlich, auch wenn wir natürlich alle kostenlos das Update 1.5.0 erhalten, aber ich denke mal, für die wenigsten sollte es darauf zutreffen. Wir brauchen natürlich den Skandinavien-DLC, aber wie gesagt, ich denke mal, alle, die so selbst wie ich in Euro Truck Simulator 2 verfolgen und gerne spielen, die werden mitunter alle DLCs besitzen. Also der ist auf alle wichtig, um diesen Scania Demo Center zu erhalten. Diese in Ingame-Strecke ist eine exakte Nachbildung der echten im Maßstab 1:1. Also auch eine etwas kleinere Neuerung. Wir wissen ja, dass all diese ganzen Truck-, LKW-, Bus-Simulatoren, die, sagen wir mal, eine offene Welt darstellen sollen, immer nur einen gewissen bestimmten Maßstab darstellen und eigentlich fast nie 1:1 darstellen soll. Hier bei dieser Teststrecke von Scania soll es sich aber um einen Marsch von 1:1 handeln. Wir sind stolz auf diese reibungslose und professionelle Zusammenarbeit mit Scania, die uns es ermöglicht hat, jedes Detail an diesem Standort präzise zu reproduzieren. Jetzt auch nochmal ganz wichtig, ein kleines Rätsel wartet also auf uns später auch noch. Fahrer, die nach dem Scania Demo Center suchen, müssen möglicherweise etwas Zeit und Mühe investieren, da diese ein weiteres Beispiel für die Art von Inhalten ist, die wir auf der Weltkarte nicht sichtbar markieren werden. Wir empfehlen Ihnen die Stadt Södertälje, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ich blende es einfach mal hier ein, in Schweden und ihrer Umgebung zu erkunden. Wenn Sie dies tun, können Sie mit der Suche nach der Straße, die zu Scania Demo Center führt, belohnt werden. Das heißt, dieser Standort, der befindet sich gar nicht auf unserer Karte eingezeichnet. Den müssen wir erstmal suchen, dementsprechend einfach zu der Stadt Södertälje fahren in Schweden und da sich ein bisschen umgucken und dann findet womöglich auch ihr den Scania Demo Center. Wir freuen uns darauf, dass Sie alles erkunden, was der Scania Demo Center zu bieten hat. Wir möchten uns bei unseren Freunden bei Scania und dem Demo Center bedanken, die uns sehr dabei geholfen haben, diese besondere Einrichtung im Euro Truck Simulator 2 zum Leben zu erwecken, damit unsere Best Community Ever in Hashtag gehalten Sie genießen können. Unsere Teams haben hart daran gearbeitet, das Erscheinungsbild dieser Games zu replizieren und wir hoffen, dass es Ihnen Spaß macht, diese auch zu erkunden.
Und das ist im Endeffekt auch das Sinnbild dafür, was der Euro Truck Simulator 2 für die Entwickler, aber auch für uns bedeutet. Das ist halt einfach Community. Das ist einfach Fanliebe von vorne bis hinten. Es fängt auch damit an, ich will jetzt hier leider auch keine anderen Entwickler oder Publisher jetzt da allzu sehr den Dreck ziehen, aber wir müssen es trotzdem immer so ein bisschen in Erwägung ziehen, dass wir halt es irgendwie mit einem Entwickler- und Publisher-Studio wie Aerosoft und TML vergleichen. Auch diese tun sehr viel für ihre Fans, aber tatsächlich auch manchmal diese Preispolitik macht das Ganze ein wenig zunichte. Als kleines Beispiel, wir haben ja das Point DLC für den Fernbus-Simulator erhalten. Diesen bekommt ihr für 29,99. Dagegenüber steht vom Eurotruck-Simulator Going East DLC, das auch Polen im behält und für 8,99 erhältlich ist. Der einzige Clou daran ist noch, dass wir noch 2 bis 3 weitere Länder zur Verfügung haben, darunter aber auch Tschechien. Und das ist halt das, wofür Euro Truck Simulator 2, wofür SCS Software steht, für reine Fan, für reine Community-Liebe und das wirklich für einen schmalen Taler bis heute hin. Und da sieht man aber auch, wie sehr die Community dahinter steht. Da ist natürlich dann diese Spielbereitschaft, diese Liebe dazu einfach wesentlich größer, als es bei manchen anderen Entwickler und Publisher Studios ist. Als kleine Randnotiz schreiben sie aber auch nochmal, da sie ja selber auch dort vor Ort waren, könnt ihr euch gerne auch diesen dazugehörigen Vlog, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, gerne dazu angucken. Da sind die Jungs und Mädels da einfach mal hingefahren zu dem Scania Demo Center und sind da selber ein bisschen Probe gefahren. In diesem Sinne, Freunde, das war's gewesen. Ich bin gespannt. Ich versuche mich ein bisschen mehr wieder in dieses Spiel einzuklinken und dementsprechend auch ein bisschen mehr wieder reinzukommen, weil dieses Spiel ist einfach so groß. Dieses Spiel ist so voller Liebe, dass es immer für jemanden, der nur so Teilzeit da sich so ein bisschen befindet, echt schwer ist, da wieder ein bisschen reinzukommen. Also von daher, wir gucken uns das ein bisschen an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hoffe, euch haben die Bilder auch gefallen, die uns hier übermittelt worden sind, rund um den Nordic Horizons und Griechenland und natürlich jetzt dem bald folgenden Update 1.5.0 mit dem Scania Demo Center. In diesem Sinne, macht's gut, habt einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche, startet gut ins neue Wochenende. Auf Wiedersehen mit Tschüssikowski.